Dahlheim-bei-Wels ist eine Marktgemeinde in Oberösterreich im Bezirk Welsland, erstreckt sich über 16 Quadratkilometer und hat knapp über 6000 Einwohner. Das Gemeindegebiet besteht aus dem Ortskern Dahlheim, der aus den Ortsteilen Eigen, Aschet und Dahlheim gebildet wird, sowie den weiteren Ortschaften Bergandorf, Ettholz, Otzdorf, Schauersberg und Unterschauersberg. Ein Meilenstein in der Geschichte von Dahlheim war die Markterhebung, die mit 8. Mai 2000 beurkundet ist. Somit feiert heuer im Mai Dahlheim das 15-jährige Markterhebungsjubiläum. Ja, die letzten 15 Jahre habe ich es sehr positiv empfunden. Es hat sich ja wahnsinnig viel getan in dieser Zeit in unserem Dahlheim. Ich erinnere nur an die neuen Bauvorhaben. Die Freiwillige Feuerwehr am Talbach ist neu gebaut worden. Das Sport- und Gesundheitszentrum ist massiv ausgebaut worden und hat viele neue Angebote, nicht nur für unsere Bürger. Der Kindergarten wurde verdoppelt von der Kapazität, das heißt ein zweiter Kindergarten wurde am gleichen Standort gebaut und die Volksschule wurde massiv saniert und ist sicher eine der schönsten, nicht nur in unserem Bezirk. Warum funktioniert das Ganze so gut? Schlicht und einfach deshalb, weil alle an einem Strang ziehen und das in die gleiche Richtung. Da denke ich an alle Kollegen aus dem Gemeinderat, da denke ich aber auch an alle Kollegen aus der Gemeindeverwaltung. Besonders wichtig ist mir auch das Ortsbild, das sich auch massiv verändert hat und sich noch weiter verändern wird. Da geht es jetzt nicht nur um die Optik, wenn man unsere Kreisverkehre anschaut, wenn man die Baumpflege anschaut, wenn wir die Grünzonen anschauen. Es ist alles sehr positiv und es entwickelt sich das Zentrum von Dahlheim doch wirklich in Richtung Ortsplatz. Auch wenn die Straße natürlich sehr massiv ist, die Odelberger Straße, aber begonnen haben wir jetzt in unserem Bereich Gemeindeplatz, Dorfcafé, altersgerechtes Wohnen, Raiffeisenbank, da haben wir ein größeres Platzgefühl bekommen und das wollen wir bis zum Kreisverkehr bei der Dornuferarkade nach der Volksschule fortführen, sodass als Zukunftsperspektive ein Platzgefühl zwischen der Traumbrücke und der Osternkente entstehen soll. Dahlheim ist für mich eine äußerst lebenswerte Gemeinde, die speziell mit hochwertigen Angeboten im Bereich Wohnen, Gesundheit, Kultur, aber auch Freizeit und mit einer großartigen Symbiose zu einer leistungsstarken Wirtschaft tolle Angebote liefert. Ich arbeite nunmehr seit etwas mehr als 40 Jahren in dieser Gemeinde, seit knapp 30 Jahren als Verantwortlicher in der Gemeindeverwaltung, als Amtsleiter. Und ich kann nur sagen, ich habe ein hochmotiviertes Team, das stets bemüht ist, einfach als moderner Dienstleister, auch mit dem Gemeindebauhof für die Bürgerinnen und Bürger, eine effiziente und kompetente Arbeitsleistung zu bieten. Ich freue mich über die positive Wohnungsentwicklung in Dahlheim. In den letzten 6 Jahren ist entstanden das Projekt des altersgerechten Wohnens, das man da im Hintergrund sieht. Und es wird auch in Zukunft werden soziale Wohnungen gebaut auf den Wimmergründen. Es werden ca. 39 Wohneinheiten sein. Und ja, nachdem Dahlheim eine beliebte Wohngegend ist, freue ich mich, dass sich das so entwickelt hat. Sehr positiv für Dahlheim und für unsere Senioren hat sich entwickelt die Zustellung des Essens auf Rädern. Es wird sehr gut von den Senioren angenommen und ich bedanke mich für die ehrenamtliche Tätigkeit der Zulieferer. Wir stehen hier am Sportplatz bei der Sportanlage. Im Hintergrund sieht man die Bauarbeiten für das neue Sportheim, das noch vor dem Sommer fertig wird. Wir feiern heuer auch 25 Jahre Landesmusikschule, freut mich als Kulturreferent ganz besonders. Dort werden viele Kinder begleitet, ein Musikinstrument zu lernen. Das, was uns dann in der Folge wieder bei der Trachtenkapelle oder auch bei diversen Konzerten sehr positiv vorantreibt und die Kultur zum Klingen bringt. Dahlheim hat in den letzten 15 Jahren seit der Markterhebung sehr vieles richtig gemacht. Nachdem wir in Dahlheim wenig streiten, dafür schauen, dass wir gemeinsam etwas weiterbringen, haben wir Dahlheim eine Infrastruktur geben können, die einer modernen Gemeinde entspricht. Und dabei, was sehr wichtig ist, haben wir Maß gehalten. Wir sind nicht der Versuchung erlegen,
Prestigebauten zu errichten, Hallenbäder oder teure Veranstaltungssäle, sondern wir haben die Thalheimer Finanzen sparsam verwaltet. Das bedeutet, dass Thalheim heute gemessen seiner Finanzkraft eine sehr geringe Verschuldung hat und das wiederum ermöglicht uns, auch in Zukunft Thalheim, die Thalheimer Gemeindeanliegen aktiv zu gestalten. Die Thalheimer Bürger können also mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Ich sage ja immer, Thalheim ist ein bisschen so wie Stadt, Land und Fluss. Thalheim 140, 150 Meter nehmen wir als Stadtzentrum, damit eben Stadt. Thalheim Land, weil wir eben gleich in der Peripherie sind, weil wir eben eine intakte Umwelt oder eine intakte Umgebung eben haben. Und Fluss ist klar die Traun, die alles definiert. Thalheim ist aber auch andererseits ziemlich viel Stadt, weil wir eben eine funktionierende Jugendarbeit haben, weil wir eben auch zum Beispiel ein Carsharing, ein E-Mobility-Sharing eben haben in der Zwischenzeit, wo wir eigentlich doch durchaus anderen Gemeinden und vor allem anderen Städten viel vorzeigen. Das heißt, man sieht in den letzten 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, hat sich sehr, sehr viel verändert, wurde sehr, sehr viel gemeinsam erreicht, wurde sehr, sehr viel gemeinsam gemacht. Und das macht eben auch Thalheim aus. Thalheim ist eben eine intakte Gemeinde, wo eben alle, so gut es geht, meistens zusammenhelfen.